Ja, Frau Lindenbauer, das ist ja alles nett und gut, was Sie da erzählen. Ich bin 1969, 70 auf die Straße gegangen mit den ganzen Auszubildenden, um einen Mindestlohn von 500 Mark durchzusetzen. Also was Ähnliches machen Sie jetzt auch. Ich verstehe allerdings nicht, wenn ich weiterführend fordere, dass die Meisterausbildung endlich kostenlos werden soll und im Wirtschaftsausschuss mir Ihre Kollegen sagen, nein, da brechen ja so viele ab. Das ist eine Unverschämtheit. Also tun Sie nicht immer so, als wenn Sie was Tolles wollen für die Leute. Wenn, dann ziehen Sie es ganz durch. Bildung muss kostenfrei sein und gut bezahlt. Dann bin ich bei Ihnen. Danke. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Ich bin überzeugt, dass wir auch im Bereich der Meisterweiterbildung sehr richtig und auf dem richtigen Weg aktiv sind.